Hinter eigentlich verschlossene Türen schauen, da ließen sich die Pirna nicht lange bitten. Erst recht, wenn es die Türen der Tanne sind, die geöffnet wurden. Großer Andrang gleich zur ersten Führung 10 Uhr morgens. Die meisten Besucher schon im fortgeschrittenen Alter, die Generation, die mit Erinnerungen hierher kommt. Doch allgemeines Kopfschütteln bei dem Bild, das sich hier bietet. Also so haben wir uns das eigentlich nie vorgestellt, dass es so runtergewirtschaftet ist, vor allem der Vandalismus. Und dass oben die Dachsanierung, dass es so weit fortgeschritten ist, also enttäuscht. Nur wenige Bereiche des ehemaligen Kulturhauses konnten für die Besucher freigegeben werden. Zu baufällig ist das Haus. Die Entscheidung zur Öffnung der Tanne hat man sich nicht leicht gemacht. Trotzdem war es die richtige, ist sich der Pirner Architekt Jörg Möser sicher. Die Tanne ist natürlich in der Erinnerung und im öffentlichen Bewusstsein als Kulturstätte in Pirna doch von ganz, ganz großer Bedeutung. Und die vielen Gerüchte und Ungewissheiten und offenen Fragen, die da so bestehen, mit der Sanierungswürdigkeit, mit dem Zustand, mit diesen Betreibern, dieses Gerangel der letzten Jahre, das sorgte natürlich immer wieder für viele Diskussionen. Und insofern war es ganz gut, einmal auch ganz ungeschminkt, unvoreingenommen, auch zu sagen, Leute, kommt her, guckt euch das Haus an, macht euch selber einen Eindruck über den Zustand, hängt euren Erinnerungen nach. Aber seht das auch ganz nüchtern, was für Aufwendungen hier notwendig sind, um das Haus wieder zum Leben zu erwecken. Und bildet euch eine Meinung, weil letzten Endes ist jeder Bürger, der hierher kommt, auch die öffentliche Meinung. Und der Stadtrat ist ja für seine Bürger da. Also insofern ist das wirklich eine sehr, sehr gute Sache, dass man heute das Haus, auch wenn es nur bestimmte Bereiche sind, die also nicht gefährdet sind, also öffnet. In anderen Häusern indes konnte stolz der Sanierungsfortschritt präsentiert werden, wie hier im Markt 3. Bauherr Tom Pauls persönlich führte die Gäste durch den künftigen Sitz der Ilse-Behnert-Stiftung. Gewohnt amüsant und aufschlussreich. Ja, wenn Sie mal gucken wollen, hier hängen Pläne, die ganz interessant sind. Wie es dann mal aussehen soll. Hier kann man ja schon sehr viel erkennen. So ist es schon fast. Dann ist der Innenhof, wird eine sehr moderne Stahltreppe als zweiten Fluchtweg beinhalten. Und dann einen gläsernen Fahrstuhl, damit Sie nicht außer Atem kommen, dass Sie dann auch hier hochfahren können. Auch hier der Andrang groß. In langer Schlange warteten die Besucher geduldig auf Einlass. Es interessiert einen ja, ne? Wie das hier in Pirna so vorwärts geht. Ich wohne ja nun schon über 40 Jahre hier. Und ja, und die Ilse interessiert mich. Ilse auch, das ist klar. Die Frau Behnert hier. Ja, naja, klar. Es wird hier jeden interessieren, wenn was Neues entsteht hier in Pirna. Ne? In ganz Pirna hatten über 30 Objekte geöffnet, viele mit extra Führungen. Zu sehen gab es Verfallenes, Saniertes, ganz Privates und die architektonischen Schätze der Stadt, wie die Marienkirche. Ein Klassiker im Programm des Denkmaltages, von Anfang an seit 18 Jahren mit dabei. Dieses Jahr allerdings konnte nur der Innenraum besichtigt werden. Der Aufstieg in den Turm war wegen Baufälligkeit nicht möglich. Trotzdem, das Interesse der Besucher ist ungebremst. Was das Schöne eigentlich für uns an dem Tag ist, dass die Pirnaer kommen, die sonst ein ganzes Jahr nicht kommen. Die kommen zum Denkmaltag und kommen dann auch ganz speziell und sagen, was habt ihr wieder Neues, was gibt es dieses Jahr zu sehen. Also es ist auch mal schön, Pirnaer Familien zum Sonntagnachmittag, die haben Zeit, die gehen spazieren und kommen dann auch mal rein und staunen und erfahren und sehen auch mal wieder was Neues. Eine fast komplett sanierte Altstadt. Dieses Bild ist für die meisten Bürger wohl schon selbstverständlich geworden. Dass dahinter aber ein langer, schwieriger Wandel steckt, wird nun in einem neuen Buch dokumentiert. Pirna, die Altstadtsanierung von 1990 bis 2010 heißt das Werk, das zum Denkmaltag der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Der Mensch neigt dazu, zu verdrängen, aber auch zu vergessen. Es ist eine positive Eigenart. Aber zu erinnern an den Ausgangspunkt 1989-90 und dann vor allem an diese 20 Jahre, die ja von Höhen und Tiefen geprägt waren, der Tiefpunkt eigentlich 1998 erst bei den Einwohnerzahlen, der Höhepunkt dann mit der Sanierung des Teufels Ärgerhaus. Diesen Prozess darzustellen, den wir noch miterlebt haben, aber wir ja auch schon langsam vergessen. Das war wichtig, jetzt nach 20 Jahren einfach mal einen publizistischen Schlussstrich zu ziehen. Dr. Georg Schmidt hat lange Jahre in städtischem Auftrag die Sanierung der Altstadt koordiniert. Mit diesem Wissen schildert er detailreich die Entwicklung in den letzten 20 Jahren, reich bebildert und stellenweise durchaus kritisch.
Das Buch ist ab sofort beim Touristservice und in den Buchläden erhältlich. Und dass es genau zur rechten Zeit kommt, bewies im Rahmen der Präsentation ein Film des Videoclub Pirna. Bilder vor 20 Jahren aufgenommen, die Altstadt, wie sie einmal aussah und was man fast vergessen hat.